Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal Scorpion-Plays. Guck mal, wie Anton mir diesen Kill klaut. Unfassbar, Leute. Ja, herzlich willkommen zu einem Video. Das hier wäre mein Kill-Rekord geworden, wäre nicht der Typ, den ihr gerade im Titel seht, dazwischen gekommen. Guckt euch bitte mal diesen Start einer Runde an. Ich glaube, das ist der legendärste Start von mir aller Zeit in eine Runde, Leute. Das ist so ein lustiger Anfang. Am Ende gibt es noch einen Live-Clip, wo ich Anton Fortnite in 3 Minuten erkläre. Easy XP, das ist der lustigste Live-Clip bisher. Den müsst ihr auf jeden Fall auch auschecken. Ihr seht jetzt hier, gehe ich ein bisschen mit dem LMG durch, etc. Ja, Leute, ich bin jetzt hier gleich Solo vs. Squad. Ihr seht schon, Lion Snipes, aka Timo, ist bereits down. Der wird jetzt auch gerade gefinished, wie man das halt kennt. Und Marcello war hier gerade auf dem Weg, auf dem Rettungsweg, aber es war dann zu spät. Aber jetzt guckt euch mal an, was ich gleich für diese Granaten werfe. Es ist einfach wunderschön, Leute. Guckt mal bitte, wie schnell ich die 10 Kills gleich habe. Vor allem, wie lustig diese eine Situation ist. Anton ist auch gleich tot. Und jetzt, guck mal, ich habe 20 HP. Dachte mir, scheiß drauf, die Nate kommt schon irgendwie, Digga. Und zack. Nehme ich erstmal einen mit und jetzt glaube ich noch einen. Oder finish ich ihn? Ne, genau, hier ist noch ein anderer. Jetzt habe ich schon 4 Kills. Sehe, der Typ kommt links. Und den nehme ich mir natürlich mit und habe 6 Kills einfach mal. So ganz easy XP am Anfang. Ich muss sagen, ich zocke zurzeit ja jeden Tag und es wird immer und immer besser. Gestern haben es auch schon viele beim Live-Commentary geschrieben, dass sie es gefeiert haben, dass ich ja die 11 Kills hatte und so. Und ich habe mein Bestes gegeben. Ich gebe auch in den Runden hier mein Bestes. Auf jeden Fall ein paar lustige Runden geworden. Hier habe ich auf jeden Fall mehr als 11 Kills. Mein bisheriger Kill-Rekord sind 14. Und ihr seht, was passiert, während ich den 14. Kill mache. Es kann nur mir passieren. Es ist von COD so geblieben. Übrigens, oh, ich freue mich so auf die Beta, Leute. Noch zwei Wochen. Ich habe mir alles freigeräumt für die Beta, Leute. Ihr kennt das, ich bin ja komplett süchtig. Das wird so geil, Mann. Auch so die letzten Tage. Mein Lifestyle wegen Zocken ist schon wieder so schlimm, Alter. Und jetzt guckt bitte, Anton ist tot. Und wie ich das jetzt da hinten löse, ist zu lustig. Aber das ist ein ganzes Squad und es ist so dumm, wie ich es mache. Aber ich habe keine Munition gleich mehr. Es ist einfach zu witzig. Der ist direkt tot. Das COD-Aim kann man auf jeden Fall teilweise auch so lassen, würde ich sagen. Also teilweise habe ich echt noch ein gutes Aim, was ich mitbringe in dieses Spiel. Klar, der jetzt war hinter dem Golfwagen und da habe ich natürlich absolut gechoked. Aber davor so oder gestern auch im Video haben mir sehr viele geschrieben, Movement ist noch nicht so gut und Bauen und so. Aber das Aim ist halt teilweise sehr gut. Und jetzt habe ich hier halt eine LMG in der Hand. Ich meine, was willst du da großartig machen? Es ist halt, ihr seht schon unten rechts gleich. Und das sind alle Kugeln, die ich zur Verfügung habe, dieses gesamte Squad halt, was da gleich noch kommt, zu töten. Deswegen bin ich eigentlich relativ stolz, dass es am Ende doch noch geklappt hat, Leute. Es sind auf jeden Fall Struggle-Situationen. Hier zum Beispiel werden die von hinten gepusht. Ich habe nur die SMG. Da dachte ich mir so, scheiße, Mann. Morgen kommt ja eine neue SMG irgendwie rein. Da freue ich mich schon voll drauf. Weil ich finde, SMGs sind einfach zurzeit die besten und coolsten Waffen im Spiel geworden. Und deswegen, ja, why eigentlich not? Ja, Leute, jetzt passt mal auf. Ich wusste halt, die sind immer noch dahin und die schleichen das rum. Das waren wirklich so richtige, keine Ahnung, Leute. Der wurde wieder mit gutem Aim geholt und jetzt habe ich den einen noch übrig. Und jetzt dachte ich, das ist easy. Und jetzt auf einmal fangen die doch an zu bauen. Aber die haben natürlich auch nicht so viel Material gehabt. Und ich werde noch von einem Typen vom Golfwagen, der immer noch nicht tot ist, beschossen. Keine Ahnung, was da los war, ey. Das Ganze mache ich nachkommentiert, weil das Gameplay habe ich halt quasi nicht live aufgenommen. Deswegen, danach kommt dann noch eine Live-Runde. Da werdet ihr auch sehen, wie dumm ich halt am Ende sterbe. So, das war jetzt hier der nächste Kill. Und jetzt dachte ich, das wird easy. Baue hier ein bisschen auf Choke-Basis. Deswegen dachte ich, scheiße, ich habe kein Material mehr und der Typ kommt. Zum Glück habe ich ihm hier die 2 dicken Hits gegeben und kann ihn jetzt hier töten. Das war sehr knapp. Und jetzt lebt immer noch einer. Und jetzt guckt euch das bitte mal an. Das ist wirklich, was ist das für eine Situation, Alter? Ich habe nichts zum Bauen, aber ich kann ja auch nicht gehen. Ich habe auch gleich keine Muni. Guckt euch mal meine Muni an. Mit dieser Muni, die ich jetzt habe, hole ich das Ding jetzt zum Glück hier. Mit ihm und das ist immer noch einer. Ich dachte mir so, das kann doch nicht wahr sein. Das sind jetzt meine letzten Kugeln und er zeigt sich und da habe ich die 10 Kills voll, Leute. Was war das für eine Situation? Ist mal ohne Spaß, Leute. Was war das für eine Struggle-Situation, um hier auf Lazy Links die Kills zu machen? Jetzt habe ich mir hier das Portal geschnappt. Bis dahin ist noch nichts passiert. Und jetzt guck mal bitte, wie der Typ mir gleich seinen. Ja, er bietet mir seinen Tod quasi einfach an. Ihr werdet es gleich sehen. Er bietet ihn mir einfach auf ganz Chillo-Basis einfach an. Er wollte. Guck mal, der steht da drauf. Der steht da drauf. Seht ihr das? Ich dachte mir so, und der Richter sagt, ich war der Täter. Jetzt werde ich gleich zum Täter, Leute, weil ich wusste, okay, diesen Kill zu machen wird es nicht allzu schwer. Nehme ich mir einfach hier diese Stufe raus, dachte ich mir so, okay, ciao, hau rein, Digga. Er fällt runter und das war's wieder komplett. Ich denke mal, das war der einfachste Kill, den ich jemals machen durfte in meiner Karriere. Ja, ansonsten bin ich natürlich ziemlich, ja, wie soll ich sagen, meine Gesamtsituation ist so, ich zocke halt zurzeit echt viel und es macht mir extrem viel Spaß und es ist halt schön von Tag zu Tag irgendwie eine Steigerung zu sehen. Ich meine, jetzt in dieser Runde sind es schon wieder gleich, ihr seht gleich, wie viele Kills es dann halt sind. Übrigens, danke dafür, dass diese Jungs hier mit dem Einkaufswagen unterwegs waren. Das war wichtig, dass ich den einen mitnehme, weil sonst hätte ich Struggle bekommen. Ich musste den einen so mitnehmen. Und manchmal habe ich genau diesen Baufail, wenn ich diese Treppe, Wand baue, dass ich dann choke. Aber manchmal klappt es auch gut. Es sind halt mal so, ne? Also es gibt halt solche und solche Tage, was das angeht. Aber ich würde sagen, es steigert sich doch stetig. Und den nehme ich jetzt hier mit der MP, weil die MP einfach krass ist. Und habe jetzt meine 13 Kills voll und es leben noch 12 Leute. Das heißt, ja, theoretisch, wie ist denn das? Das ist jetzt Solo vs. Squad, das heißt, theoretisch hätte ich von den 12 Leuten, um zu gewinnen, locker nochmal, wie viel hätte ich ausschalten müssen? Mindestens hätte ich eigentlich davon,
ja, 7 hätte ich eigentlich easy killen müssen, um das Ding zu gewinnen. Was, zu dem Zeitpunkt sind ja nur noch wahrscheinlich 3 andere Teams da. Und eins davon hätte ich wahrscheinlich mindestens und 1,5 hätte ich vielleicht killen müssen. Also 6, 7 Kills hätte ich safe machen müssen. Ich meine, ich sage es nicht, ich hätte sie gemacht. Aber ihr seht, in welcher Situation ich sterbe. Und das ist so lächerlich. Und wie ich sterbe, das ist halt krank. Habe ich auch auf Twitter schon gepostet. Also nicht als Clip, sondern nur als Bild. Wer mir auf Twitter noch nicht folgt, kann mir gerne folgen. Marcel Scorpion heiße ich dort. Und Leute, das ist halt so behindert. Ich habe jetzt hier zum Glück Ressourcen gehabt, aber Leben war halt, ich hasse dieses 100, so von 75 bis 125, das Leben hasse ich am meisten irgendwie. Ich finde, ich brauche 150 irgendwie, damit sich das irgendwie gut anfühlt. Das wusste ich halt hier, okay, Retail muss ich jetzt noch irgendwie abchecken, weil es war natürlich wieder mal so, irgendwann, ja, jetzt an diesem Zeitpunkt vor allem, es passieren gar keine Kills mehr in der Lobby. Ihr seht, es sind immer noch 12 Leute am Leben. Es werden auch bis gleich immer noch 12 Leute am Leben sein. Ich check auch nicht genau, was da los war. Und ich dachte halt, okay, hier Retail müsste ich doch eigentlich auch jemandem begegnen. Und jetzt werde ich halt gleich ein bisschen, ja, was heißt gierig? Gierig würde ich gar nicht sagen, aber ich bewege mich halt einfach echt gerne in dieser, ja, wüstenartigen Gegend da hinten. Und deswegen laufe ich da jetzt gerade rüber und habe gesehen, die Zone passt da auch ganz gut. Deswegen schnell rübergelaufen. Ich habe halt gehofft, hier ist irgendwie was ungelootet oder sonst was, aber war halt nicht so. Ja, jetzt baue ich mich hier hoch, weil ich hier an der Stelle halt irgendwie dachte, scheiß drauf, Material kann ich auch wasten. Deswegen schön die Double Stairs gegönnt, man gönnt sich ja sonst nichts. Ich nehme jetzt das Lachgas hier sozusagen eigentlich mit. Ne, nehme ich gar nicht mit, okay. Oder diese, ja, keine Ahnung, wie diese Granaten heißen, Leute. Ihr seht schon, ich bin halt so, ich fuchs mich langsam wieder rein ins Spiel. Aber ich muss halt wirklich sagen, es macht mir ultra Bock. Und vor allem, ich bin jetzt halt, ich habe eine Runde Black Ops 3 auch gespielt. Ich bin halt auch so hyped jetzt für die BO4 Beta. Könnt ihr euch das nicht vorstellen. Vor allem, es wird ja 2 Betas geben, eine für Battle Royale. Das wird dann die zweite im September. Da freue ich mich am meisten drauf. Ich finde einfach zurzeit Battle Royale geil. Und ich hoffe, dass COD das gut umsetzt. Weil wenn, das ist die einzige Chance für mich, wie COD nochmal irgendeine Art von Hype bekommen kann, weil von Herrschaft und Stellung wird dieser Hype nicht mehr kommen im Jahr 2018. Das ist halt einfach für mich so und deswegen hoffe ich einfach, dass es einfach ein geiles COD wird so. Die letzten Jahre habe ich immer viel Hoffnung reingesteckt, dieses Jahr stecke ich gar keine Hoffnung rein. Dieses Jahr stecke ich einfach nur den Willen rein oder dass wir das Glück haben, dass mal sowas kommt. Das wäre einfach zu nice. Einfach das Glück zu haben, da mal so eine richtig, richtig, richtig geile neue COD-Version zu bekommen. Einfach mal Glück haben, so. Diesmal nicht irgendwie versuchen, es zu erzwingen, sondern einfach mal Glück haben, dass es eins wird. Und die letzten Jahre, keine Ahnung, Black Ops 3 fand ich halt als letztes richtig geil. Und ja, in den nächsten Tagen kommt noch ein Infinite Warfare-Video im Übrigen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen, für die Leute, die COD vermisst haben. Dann natürlich auch direkt das beste COD, ist klar. So, jetzt sehe ich hier, dass die Gegner über die Brücke kommen. Und jetzt, Leute, es ist einfach, es ist lächerlich. Es ist wirklich lächerlich, ich meine es ernst. So, passt mal auf. Den Typen da schieße ich an mit, ja, nur einem Schuss leider. Deswegen dachte ich, okay, jetzt pushe ich ihn gleich mit Granatwerfer, weil es klappt immer ganz gut. Ich wusste halt, die beiden sind zu zweit. Und zu zweit kann man eigentlich immer easy, ja, auch alleine holen. Jetzt pass auf. Jetzt prasseln schon die Schüsse auf mich ein. Und ich hätte diesen Kill hier gemacht, hundertprozentig. Ihr seht es auch gleich, warum. Ihr seht gleich, warum. Ich schieße ihn hier genau richtig runter. Habe ihn schon vorher angeschossen. Und jetzt gebe ich ihm, zack, den Schuss. Und was war das? Wer hat mich getötet? War es der Typ neben mir? Nein, es war Yellow 763 aus 148 Metern mit dem Jagdgewehr. Leute, es war nicht der Typ neben mir, es war fucking Yellow. Jetzt würde ich sagen, lasst dem Video gerne ein Like da. Es wäre auf jeden Fall, wäre es der 14. Kill geworden. Ob es der 50. geworden wäre, keine Ahnung, Leute. Jetzt viel Spaß mit der Live-Spur. Ich bringe Whisker Bars auf Fortnite bei. Ist ein richtig cooler Clip geworden. Auch nochmal richtig viele Kills in ganz kurzer Zeit. Viel Spaß damit. Lasst dem Video gerne ein Like da, wenn ihr Bock auf mehr habt. Haut rein, bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Clip. Ciao. Na 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 na. Hey! Ja, sie wollen, dass ich zur Lelele. Hey, Schluss! Oh. Huch! 8 HP, Digga. Wie viel Damage hast du denn gegeben? Nicht viel. Nicht, auf jeden Fall nicht 100. So. Und der Richter schreit, ich war der Täter. So, passt auf, Jungs. Ich zeige jetzt, wie man Solo vs. Squad dominiert und gewinnt, okay? Okay. So, es fängt an. Das ist das Wichtigste. Dass man das Holz da hinten einsammelt. Und den Big Shield, den sie natürlich einfach nicht eingesammelt haben. So, das ist Schritt 1, okay? Timo guckt ja nicht mal zu, Digga. Okay, dann rede ich mit dir. Das ist Schritt 1. Okay. Schritt 2 ist jetzt hier nicht durch eine Falle zu sterben. Haben wir auch geschafft. Da hinten sehen wir schon einen. Und da lassen wir uns nicht lumpen, uns da mal gehörig einzumischen mit einem Supersprung. So, da sehen wir 4 Leute. So, wie machen wir das jetzt natürlich am schlauesten?
Nehmen wir alles verämt, oder? Nee, nee, ich hab ihn schon geholt, Digga. Zwei geholt. Der Typ hat richtig Angst, der denkt, ich bin Ninja. Jetzt geht's weiter, ganz wichtig, okay? So. Oh, so. Das ist gut. Und noch eins und dann noch ist es vorbei. Ein? So, siehst du? Zack. Es lebt ja, noch einer. Den einen, ne? Ja, das ist ja easy. Oh, zwei noch. Zack, so. Dann bauen wir uns hier schnell zu. Turnung, gell? Selbstverständlich. So, jetzt bauen wir uns hier hoch. So, der Typ baut sich aber nicht hoch. So, jetzt die Frage, wo ist er? Da ist er. Da ist er, er belebt sich wieder. Das war's komplett mit ihm. Ja, mal die 6 Kills, so. Das fängt es nämlich an. Mhm. Also damit du es. Hast du verstanden oder soll ich nochmal? Nee, mach mal. Kannst du bitte nochmal anfangen? So, von Anfang an.